Teufel, ist das ein scharfes Rennen! 7. März, Diablo Race am Golmim Montafon. Das extreme Skispektakel über die steilste Piste im Land. DiaboloRace.com. Bist du der Diabolo? Am 7. März ist es soweit, im Skigebiet Golm wird der Diablo gesucht. Wer ist der schnellste Tourenskisportler? Ein Rennen der Superlative, ein Event der Spitzenklasse. Die Diablo-Piste, die steilste Piste im Land, die haben wir eigentlich ja schon seit 2004, seit es die neue Austragolmbahn gibt. Und die ist wirklich schon beliebt und auch bekannt. Und die Challenge eigentlich am Golm für die sportlichen Skifahrer. Und da dachte man, daraus muss man eigentlich ein Event machen, das sowohl für Sportler, aber auch für die Zuschauer attraktiv ist. Das Diablo Race wird ein spektakuläres Erlebnis für alle Teilnehmer. Zwei Athleten, Kerstin Schnetzer und Egon Meyer aus Vorarlberg, haben für uns die Route des Diablo Race bewältigt, damit wir einen Eindruck über die Strecke erhalten. Der Start befindet sich auf 1980 Metern beim Panorama-Restaurant Grüneck und dann geht's los vom Paradies Richtung Diablo Trek. Die erste Steigung etwa 140 Meter lang, anstrengend, herausfordernd. Auf 2040 Metern geht es dann über die Außergolmstrecke rasant hinunter bis zum Ausgangspunkt für den steilsten Anstieg in Vorarlberg, dem Diablo Track. Im steilsten Stück 70% Steigung, einige hundert Meter lang der gesamte Aufstieg. Da fragt sich dann, bist du der Diablo? Teufel, ist das ein Ding? Oben angelangt, zum Verschnaufen keine Zeit, durch das Höllentor bereits die Gedanken, die Fälle wegzugeben. Dann durchs Fegefeuer, im vollen Tempo Richtung Zielhang, dem Paradies schon etwas näher. Wäre da nicht im Rennen noch die zweite Runde, die auf derselben Strecke noch einmal zu absolvieren ist. Also wieder rauf, runter, die schnellsten werden nach 50 Minuten und 960 absolvierten Höhenmetern wieder im Paradies sein. Die anderen innerhalb von circa 2 Stunden. Egal wie lange, die Frage ist, bist du der Diabolo? Wir warten auf dich im Paradies, denn der wahre Sieger ist ein Finisher. Egon Meyer und Kerstin Schnetzer finden's cool. Also es ist wirklich eine tolle, sehr anspruchsvolle Runde und das einzige Handicap ist natürlich der Diabolo Berg, aber der ist zu schaffen und es ist wirklich eine tolle Runde. Es ist hier ganz was anderes, es ist doch die Verbindung von der Piste und ganz was Steiles, also die Kombination, alles zusammen, also wird sicher ein Erlebnis für jeden Mann, wo man einfach dabei sein muss. Teufel, ist das ein scharfes Rennen! 7. März, Diablo Race am Golmim Montafon. Das extreme Skispektakel über die steilste Piste im Land. DiaboloRace.com. Bist du der Diabolo?